Hallo und herzlich willkommen hier in der Frauenklinik in Schwalmstadt. Wir möchten Ihnen heute einen kleinen Einblick verschaffen über unser Team, über unsere Arbeit, über unsere Räumlichkeiten und das, was wir so hier jeden Tag machen. Mein Name ist Miriam Schuchert. Ich arbeite in der Geburtshilfe seit 2008 und im Oktober habe ich die Frauenklinik als Chefärztin übernommen von meinem Vorgänger, Herrn Dr. Kaum, der uns auch weiterhin hier mit Diensten unterstützt. Wir sind ein kleines, familiäres Team. Jede Mitarbeiterin kennt hier eigentlich jede Patientin. Jeder weiß genau Bescheid, was bei welcher Patientin gerade zu tun ist. Und das macht uns so besonders. Wir können uns individuell um unsere Patientinnen kümmern und können auf deren Wünsche eingehen. Und das ist uns halt auch sehr wichtig, dass wir hier eine ganz vertrauensvolle Atmosphäre schaffen können. Einfach hier auch ein Stück weit zu Hause fühlen. Und was einfach total wichtig ist für das Ankommen als frisch gebackene Familie. Wir versuchen einfach den Rahmen dafür zu geben. Hallo, ich bin die Stationsleitung und ich möchte euch jetzt was über unsere Station erzählen und euch virtuell diese Station auch zeigen. Wir haben 10 Zimmer mit 16 Betten. Jedes unserer Zimmer können wir in ein Familienzimmer umwandeln, sodass wir ein zweites Bett hinzuschieben. Der Partner kann somit jederzeit aufgenommen werden und die Betten können zusammengeschoben werden, sodass ihr euch ein Nestchen baut. In jedem Zimmer ist eine Wickeleinheit mit integriert, sodass ihr euer Kind gemeinsam versorgen könnt, dass ihr es kennenlernen könnt, dass ihr die ersten Stunden und Tage gemeinsam zusammen verbringen könnt. Wir kommen hinzu, unterstützen euch bei allem, was notwendig ist. Wir führen euch ans Wiegen, Wickeln, Umziehen, Stillen. Alles, was ihr braucht, darin unterstützen wir euch. Mein Team besteht aus 11 Kinderkrankenschwestern. Und unsere Hebammen, die ihr ja im Kreißsaal dann wahrscheinlich schon kennengelernt habt, kommen auch immer noch mal mit. Also wir arbeiten überleitend, fließend, gleitend, sodass wir alles gemeinsam machen. Jeder kennt jeden. Das ist der Vorteil von so einer kleinen Abteilung. Wir haben im Jahr etwa 500 Geburten, von daher sind wir nicht so groß und ihr habt die Chance, euch auch wirklich in Ruhe hier die ersten Tage kennenzulernen. Hallo, mein Name ist Sophie Bauer und ich bin die leitende Hebamme hier im Kreißsaal in Schwalmstadt und begleite Sie gemeinsam mit meinen 16 Kolleginnen in der Schwangerschaft, während der Geburt oder auch in der Zeit nach der Geburt. Rund um die Uhr sind wir immer mit 2 Hebammen vor Ort und können somit auf alle Ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehen. Während der Geburt können Sie sich frei im Kreißsaal bewegen. Das heißt, Sie können sowohl rumlaufen, vor dem Bett stehen oder auch das Bett nutzen im Vierfüßlerstand oder in der Seitenlage, ganz so, wie es für Sie bequem ist. Sehr gerne bieten wir zum Beispiel auch während der Geburt Entspannungswannen an oder Massagen, legen etwas Wärme auf, arbeiten mit verschiedenen Ölen oder je nachdem natürlich auch gerne mit Homöopathie oder Akupunktur. Ansonsten bieten wir auch Lachgas unter der Geburt an. Das atmet man mit einer Maske ein, ein bisschen Sauerstoff-Stickstoff gemischt. Das können Sie sich selber dosieren, hat keine Risiken für Ihr Baby oder auch für Sie und wird sehr gut von den Frauen angenommen. Des Weiteren haben wir auch 24 Stunden am Tag die Möglichkeit von einer PDA, die wird durch die Anästhesie gelegt, im Kreißsaal. Ganz neu im Angebot haben wir seit Januar 2023 das Geburtstanzgerät. Hierfür werden 4 Elektroden auf dem Rücken der Patientin aufgeklebt. Man bekommt ein kleines Gerät in die Hand und kann dann selber die Intensität einstellen. Was es macht, ist einfach, dass quasi der Schmerzreiz am Rücken zum Gehirn hoch unterbunden wird. Somit spürt man die Wehen, aber sie sind deutlich tolerabler und man kommt viel besser damit zurecht. Man kann es während der gesamten Geburt nutzen. Man ist auch an kein CTG gebunden. Man darf es auch mit auf die Station nehmen. Das ist eine sehr schöne Option. Unsere Hebammen haben ein großes Kursangebot aufgebaut. Wir bieten zum einen in der Schwangerschaft Geburtsvorbereitungskurse an, zum einen fortlaufend nur für Frauen oder auch als Crashkurs für Paare am Wochenende. Nach der Geburt bieten wir die Rückbildungsgymnastik an, vormittags oder am Abend mit oder ohne Kind. Zusätzlich haben wir auch Babymassage. Und wenn Sie Interesse haben, bieten wir auch einmal im Monat das Eltern-Kind-Treffen an. Das ist geeignet für frisch gebackene Mamas, aber auch bis zu einem Jahr nach der Geburt. Man trifft andere Eltern, tritt in Kontakt, kann vielleicht Freundschaften knüpfen. Zusätzlich sind immer 2 Hebammen vor Ort, die alle Ihre Fragen rund um Säuglingspflege, Beikost oder auch Erste Hilfe am Kind beantworten. Hallo, mein Name ist Katrin Hilscher und ich gehöre zum Team der Anästhesie hier im Klinikum Schwalmstadt. Damit wir zwischen den Safe-Trainings up-to-date bleiben, führe ich in regelmäßigen Abständen mit den Mitarbeitern des Kreißsaal-Teams Neugeborenen-Reanimationstrainings durch.
Bei den Safe-Trainings werden nicht nur Neugeborenen Reanimationen geübt, sondern sämtliche Notfallsituationen, die im Kreißsaal auftreten können. Also angefangen von schlechten Herztönen im CTG, Kreislaufkomplikationen bei der Mutter bis hin zur Notfallsektion. All das wird für alle Mitarbeiter, die sowohl im Kreißsaal arbeiten als auch im OP und in der Anästhesie während dieser Safe-Trainings geübt und trainiert. Hallo. Mein Name ist Dilek Özen. Ich bin seit einigen Jahren hier in unserer frauenärztlichen Abteilung tätig als Oberärztin und unterstütze unser Team als leitende Oberärztin. Im Tagesgeschäft bin ich hauptsächlich für die Geburtshilfe zuständig. Die Geburtshilfe, die fasziniert mich sehr. Es ist schön, dass ich teilhaben kann an diesem besonderen Ereignis. Wir machen dann auch Ultraschalluntersuchungen. Lernen sozusagen auch ihr Kind kennen. Wir machen Gewichtsabschätzung, gucken, ob es da irgendwelche Besonderheiten gibt. Wir besprechen mit ihnen gemeinsam, ob irgendetwas gegen eine natürliche Geburt spricht und würden auch in so einem Falle sie begleiten und planen. Wir besprechen Abläufe bei einer normalen Entbindung, bei einer vaginalen Entbindung, was auf sie zukommen könnte. Oder bei Notwendigkeit, einen Kaiserschnitt durchzuführen, besprechen wir Abläufe, wie ein Kaiserschnitt stattfindet, was sie danach erwartet, wie die Betreuung hinterher ist, interdisziplinär, wenn Bedarf ist. Wir freuen uns auf Sie.